So, wie gesagt, Fundament läuft. Zack. Und Kohle auch. Was ist mit der hier? Die letzten paar Leute hier da rein proppen. Seht zu, Mensch. Seht zu. Das hört man gerne, Lu. Freut mich, dass sie dir gefallen. Freut mich. So, wie weit sind wir denn? Ach ja. Personalverwaltung. Alter Freund, da ging richtig was raus, ne? Grundsteuer. Das ist auch böse Sache, ne? So. Sie sind überhaupt nicht zufrieden. Jetzt ja. Absolut zufrieden. Perfekt. Super. Was steht hier? Transitkapazität 150 pro Stunde. Ja, noch wird das ja funktionieren. Aber da hier passiert nichts, ne? 45% sind wir festgenagelt. Da können wir noch. Also das läuft ja alles. So. Was kosten denn? Ich glaube, die Straßen sind auch so unverschämt teuer, ne? 3,8. Mein Gott. So, Vollgas voraus. Wir müssen sehen, dass wir hier das andere Fundament bauen. 200, was sagt? 39.000, glaube ich, ne? 239.000. Wir wollen ja nur nicht in der Luft gucken. Pass mal auf, wir machen das jetzt mal. Die Anreise umlegen. Zack, in Straßen. Wir müssen das mal machen, das nützt alles nichts. So. Pfeile. Abfall. Die werden wir mal hier rauszuppeln. Das werden wir mal rauszuppeln. Pass mal auf, das ist ja auch egal, ne? Wenn der Müllwagen nachher wartet, ist der Schnurz, oder? Nee, ist nicht egal. Das ziehen wir hier mal raus. So. Dahin, zack. Wupp, den Weg. 49.000. Der Freund ist da teuer. Naja, nützt ja nichts. So. Jetzt würde ich den aber auch gerne wieder abreisen. Den könnte doch die Anreise hier raus. Wupp, und Anreise. Dann ziehen wir mal länger hier. Was ist das Problem? Uns auch ein Guthaben. Ach, das ist das Problem. Ah, siehst du, da war doch was. Das Problem mit Dings Kohle. Ja, stimmt. Aber ich glaube, wir müssen sowieso nachher wieder rumreißen, Himmel. Ich habe so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl. So, pass mal auf. Abreise, Anreise. Den kann ich doch mal. Anlieferung Lager. Das kann ja locker da bleiben, ne? Jetzt können wir nachher hier oben hochschieben. Damit wir das ein bisschen umgehen. Guthaben. Unzureichend. Warum? Warum? Ja, warum? Warum denn? Ich kann es nicht sehen. 34.000. Ah. So, zack. Und den Weg zurück, ne? Mir fehlt noch 11.400, bitte. Hey, das war doch gut. So, fertig. Abreise. Die Abreise kann verschoben werden. So, pass mal auf. Kommen wir auf Pause. Dann werden wir mal hier die Anreise wegnehmen. So, Anreise. Wo waren die jetzt hin? Anreise. Abreise. Wie gesagt, das wäre super, wenn das Ding alphabetisch geordnet wäre. Braucht man hier nicht so groß suchen. So, Anreise ist hier. Anreise. So. Und Abreise, würde ich sagen, machen wir hier unten dran. Abreise. Wo war denn das jetzt hier? Da unten. So, das müssen wir löschen. Weil wir können nur eine bauen. Schwupps. Abreise. Wäre jetzt hier. Das ist auch Schnurz, ne? So. Haben wir da.
Lageranlieferung, das würde ich so lassen. Die könnte ich eventuell hier drin reinbauen, ne? Die Abfallgeschichte wollen wir auch noch ändern. Stürmet. Bloß. Ne, pass mal auf, die können wir auch ruhig hier drinnen bauen, ne? Wir sind ja flexibel. Abfall. Am liebsten wäre mir das ja hier oben. Aber ich befürchte, denn wenn ich hier oben noch eine Straße reinbaue, nur für den Abfall hier oben, da fahren auch dann die Busse rein für die Anlieferung und sowas. Ne, klemmen die, setzen die schon wieder fest. Dann haben wir den gleichen Salat in grün. Naja, das wäre nicht das, ne? Und wenn ich hier was mache, oder eventuell hier unten. Lassen wir mal die Abfallgeschichte irgendwo hier unten bauen. Und dann lass mal laufen. Ja, macht halt mal fertig da. Sonst ist schlecht mit Busfahren hier. So, jetzt aber. Siehst du, der Bus fährt richtig. So. Sammeln wir gleich ein. Und raus. Perfekt. Den Abfall ganz am Ende bauen. Das können wir natürlich auch machen. Das könnten wir natürlich auch machen. Nur die Frage ist, ob die Busse auch denn... Nördlich der oberen Querstraße? Hier oben meinst du? In dem Bereich vielleicht. So. Das könnte man auch, aber wie gesagt, das Doofe ist ja, dann würden die da immer durchfahren. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das hier erweitere, fahren die Busse hier gerade durch und warten wieder, dämlich wie sie sind, oder fahren sie den Weg runter? Weil ich will das ja wieder nicht, dass sie sich hier alle behakeln. Wir probieren das mal aus. Wir machen es einfach mal. Nein, jetzt mal hier bauen, ne? So, zack. Wir machen das einfach mal. Nur mal neugierig testweise. Du meinst nicht, dass die Busse geradeaus durchfahren? Du meinst, die nehmen den kurzen Weg? Wir testen das. Wir testen das. Also pass mal auf, dann muss ich das doch mal... Ich kann hier sogar rüberfahren, das ist ja großartig. Oder kann ich das so rausführen? Nee, ne? Kann ich hier nicht rausführen, ne? Ich glaube, das muss ich hier anklemmen, ne? Natürlich muss ich das anklemmen. Da ist doch ein Ausgang. So. Machen wir das mal so. Mal so und so und zack. Ach nee, klar. Wegen weil keine Kohle. Nein, warte mal, was war das Problem? Kann ich mehr als eine Anlieferungszone? Ach, das ist der Haken an der Sache. Na, ah, so, warte. Haben wir gleich. So, Anlieferungszone. Nehmen wir das mal weg hier, ne? Bitteschön. Ihr nicht, Freunde, ihr nicht. So. Jetzt wollen wir nämlich mal hier darüber. Wie gesagt, wir testen das aus. So, zack. Und hier runter. Geht aber auch nicht, weil da meckern ist. Der Lagerbereich ist genau das gleiche Problem. Das müssen wir auch nicht. Das geht nicht. Nein, kriegen wir auch. Nehmen wir mal weg. So. Augenblick. So, und jetzt aber. Und du sagst, die fahren nicht geradeaus. Gut. Wir testen das, wie gesagt. So, Abfall. Siehst du, genau, das ist nämlich das Problem. Notfall, alles da und Abfall wird nicht abtransportiert. Super. So, Abfall. Abfall, das Grüne ist Abfall. So, fupp, weg. Abfall, da. Abfall, die Busse fahren geradeaus weiter. Das kann ja sein, wenn hier im Abfallwagen steht, vielleicht hilft das. Na gut. So, lassen wir das mal so laufen. Es lebe die künstliche Intelligenz. Ja, hip, hip, hurra. Auf, dass es vorangeht bei uns hier. Sehr gut. So, aber wir haben auf jeden Fall die Rettungsgasse freigemacht. Das ist schon mal eine ganze Menge wert.
Wenn ich vom Lager in der Einbahnstraße zum Abfall mache. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel was reinbauen würde. Ja gut, aber das Problem ist, ich denke mal, das ist die intelligente KI, die sagt sich, wir nehmen den Weg, wir nehmen den Weg und der ist kürzer. Da fahren wir da nochmal durch. Und das Lager hier mal rausnehmen, das können wir auch woanders hinsetzen. Da können wir normalerweise den Abfall... hier runter. Das machen wir. Das geht überhaupt auch. Stimmt überhaupt. Abfall. Anreise ist klar. Lager ist da. Das Lager nochmal umbauen. Das können wir auch woanders hinsetzen. Lager geht auch woanders. Das kriegen wir auch hier oben hin. Das kriegen wir auch da oben irgendwo hin. Den Lagerbereich. Ja gut, wir müssen ein bisschen rumtüfteln hier. Das ist ja nochmal nichts. Lagerbereich, wir müssen erstmal wegnehmen. Zack, warte mal. Pause. Das rausnehmen. Anlieferung, das sind Anlieferung, Lager müsste ja eigentlich zusammensitzen, ne? Lager. Das Lager ist eigentlich egal, wo das ist, ne? Das können wir doch hier zwischenbauen. Das ist vollkommen Schnurz. Ach ne, der Abfall soll sowieso weg. Bohohoho. So, okay. Bauen wir noch mal Straßen. Die letzten paar Kröten, die wir haben, die hauen wir mal hier in die Straßengestaltung rein. Die Anlieferung müsste auch normalerweise weg. Die ist auch viel zu klein. Wenn wir was Großes bauen, dann warte mal. Ich baue es hier mal dazwischen. So. So und Abfall. Jetzt geht's nämlich los. Das nochmal wegnehmen. Zack, Abfall. Abfall. Da. Zack, Abfall hier in die Mitte rein. Ich hoffe, der Müllwagen fährt hier runter und hält hier irgendwo an. Lager kannst du auch ins Gebäude bauen. Ja genau, oh stimmt überhaupt, das Lager können wir auch ins Gebäude bauen. Das war auch diese Idee. Stimmt, das soll ja auch eigentlich ins Gebäude rein. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Keller. Der Keller, das ist das Problem. Weil Lager soll ins Keller oder in den Keller runter oder so, damit er uns nicht im Weg ist. So, mal, wann kommt der Müllwagen denn? Anlieferung funktioniert, der hält hier vorne an, super. Die sind zu dämlich. Echt? Nein, ich glaube es ja wohl nicht. Ist ja herrlich. Okay, pass mal auf. Nochmal das Ganze. Pause. So. Fern wir das hier nochmal. Zack. Abfall bleibt hier oben. Abfall ist super hier. Steht da wunderbar. Ich sag ja, die sind sowas von. Die sind so intelligent. Genau, wir Deutschen lieben unseren Keller. Alles im Keller. Da wird die Tür zugemacht und er wird vergessen, was da ist. Oh, das habe ich noch nie gehabt. Es benötigen zwei... Ach, das habe ich noch nie gehabt, dass ein Hausmeister benötigt wird. Das ist aber großartig. Gut, haben wir nochmal zwei Hausmeister eingestellt. Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich meine... haben wir denn mal. Na, sehr cool. So, Abreise läuft. Wann kommt der Müllwagen? Ich glaube, der ist nachts unterwegs, ne? Sehr spät. Das sollte funktionieren. Das ist ja kurios. Warum fährt er nicht den Weg? Nein. Er fährt ja lieber den Weg. Hm. Ich mag das Spiel. Ich mag das einfach. Herrlich. So, was ist hier vorne los? Warum steht ihr hier vor der Tür und kommt nicht raus? Weil... da sind immer noch so ein paar, die so klemmen, die haken da so ein bisschen fest. Vielleicht sollte ich mal die Pfeile wegnehmen, wa? Die hängen zwischen Tür und Pfeil fest. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber lass uns das mal wegnehmen. Nehmen wir die da mal weg. Macht ja nichts. Die legen wir auf Lager. Die haben wir für später mal, die Pfeile. Siehst du? Hat geklappt. Das war, glaube ich, das Problem. Die haben zwischen den Pfeilen festgeklemmt. Sehr kurios, aber funktioniert.
Ja, stimmt, Lu. Das kann natürlich auch sein, dass der Busfahrer meint, der Müll ist nicht so ansehnlich. Das kann natürlich auch sein. Das ist ein kleines Grafikproblemchen, ne? Hier sind so kleine Striche überall noch. Naja, wie gesagt. Aber es läuft, ne? Wir gucken, wann der Müllwagen kommt. Wann kommt der denn? Ich glaube, der ist irgendwie spät abends, ne? Taxi. So weit, so gut, ne? Also bis jetzt läuft alles. Wir machen einen Gewinn von 79. Doch, ne? 79,1. Machen wir doch ein bisschen mehr Gewinn. Ja, ist ja ganz klar. Wir haben die Start- und Lande, die Landebahnbenutzung haben wir nach oben geschraubt, ne? So, wann kommt der Müllwagen? Da ist er. Da ist er. Es läuft. Das ist doch herrlich. Siehst du, keine Warteprobleme, nix. Ist doch goldig. Super. So, wie gesagt, wir brauchen Kohle für das Ding. Schmeiß mir was in unseren Koffer. 85.000. Aber entspannt, ne? Richtig entspannt. Hallo ProShocker, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Wir warten auf die frischen Gäste. Wo kommen sie denn? Ich habe gleich eine Zeitung kaufen, ne? Ganz fix hier. Kurz informieren. Wann kommt er? Wann fliegt er? So. Ach, die Musik passt noch dazu, ne? Wir können die Zeitung auch teurer machen, ne? Wollen wir noch einen Zehner hochdrehen? Dann wäre der wesentlich so ein Schundblatt wie die Bildzeitung verkauft. Liest ja eh keiner. Normalerweise müssen die schon Konkurs sein, weil kein Mensch liest die. Es läuft wie geschnitten Brot hier, das ist herrlich. Ach Mensch. Nee, Musik gibt's nicht im Spiel. Das ist separat. Das ist von mir ein kleines Extra. So, dann holt die Sachen ab. 113.000. Da können wir noch nicht viel bereisen mit, ne? Da können wir echt nicht viel bereisen mit. Warte mal, Fundament. Ach, lass, bevor die dumm rumstehen, ne? Können die doch schon mal ein bisschen. Bisschen was bauen. Ne? Besser ein bisschen als gar nichts. So. Und ich kann mich noch entsinnen, da war das noch ganz. Ich weiß nicht, welche Version das war. Da war das noch so. Da hatten wir die alten Mackies. Da hatten wir die alten kleinen Figuren. Da hast du wirklich so gehabt, wenn du kein Loch in der Wand hast, kamen die da nicht durch. Oder die haben im Raum gesessen und, ja, wie komme ich jetzt weiter? Gar nicht. Aber das haben wir zum Glück auch gefixt, weil, wie gesagt, jetzt können sie ja durch die Wand laufen. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber geisterhafte Arbeiter. Die können's. So, schwupps, Leute raus. Was haben wir für einen Durchlauf gerade? 150 Stunden. Ich meine, so viele Passagiere haben wir ja noch gar nicht. Ne? 78 ist alles noch. Oh Gott. Genau hier, ran an die Brücken ab, ran an die Arbeit, Leute. Das muss hier laufen. Von nix kommt nix.
So. Du baust immer Personaltüren, Lou. Damit die Bauarbeiter, wenn sie draußen was zum Warten, nicht immer so lange Laufweg haben. Wo baust du die denn ein? Personaltüren habe ich noch gar nicht gesehen. Haben wir solche Türen auch? Echt jetzt? Personaltüren. Lass mal gucken. Operation. So. Schocker, ja klar. Lufthansa, was haben wir hier gerade? Der Air Berlin. Da ist eine Air Berlin. Ja, warte mal, Türen. Haben wir extra? Da tatsächlich. Personaleingang, ich drücke durch. Nur dein Personal, keine Tür. Das ist doch Hammer. Super, das machen wir doch glatt mal. Wo bauen wir das denn mal ein? Ich weiß ja gar nicht, wo die reinrennen. Vor allem, ich weiß ja noch gar nicht. Die Personaltüren sind safe. Das Problem ist ja, wenn wir die jetzt hier einbauen, zum Beispiel da an die Tür hin, das könnten wir machen. Oder hier oben, das können wir auch natürlich machen. Ne? Brauchen sie nicht so weit. Hast schon recht. Hast schon recht. Aber ich weiß nicht, ob die einfach hier oben über den Zaun kriechen. Das kann ja auch sein. Das weiß ich ja nicht. So, lass mal hier eine Tür einbauen. Personaltür. Zack, da kommt eine Personaltür rein. So. Und vielleicht hier unten, warte mal, oder hier unten, da können wir auch noch eine. Nein, da brauchen wir nicht, das ist unnütz. Da noch mal eine Personaltür rein. So. So, gleich pfeift der Alarm. Warte mal, oben müssen wir, da müssen wir hin. So, Fundament. Wie weit können wir? Dürfen wir das? Ach, schade. 34, fehlt ein bisschen noch. Das warten wir noch ab. Macht es fertig, Freunde, komm. Pro Schocker, das ist ein Add-on, genau. Nee, oder ist ein Mod. Genau, ein Mod. Ist ein Mod. Über einen Workshop kannst du ja eine ganze, ganze Menge Flug. Na, wo waren sie jetzt? Flugmanagement, hier genau. Was haben wir hier? Ryanair haben wir mit drin. Wir haben, wo waren sie alle? Jo, Norwegian Air Berlin haben wir mit drin. Lufthansa haben wir mit drin. Ryanair haben wir mit drin. Wir haben noch mehr. Ich weiß nicht, Pacific Airlines, die waren, glaube ich, das ist, glaube ich, aus dem Spiel. Gott. Was haben wir denn noch hier? Wir haben noch mehr. German Wings haben wir da noch, Finnair haben wir noch, die TUI haben wir da drin und British Airways. Die sind natürlich beleidigt, die wollen natürlich einen Ganzkörperscanner haben, sonst ist da vorbei. Und die wollen ein Treibstoffdepot haben. Sonst wollen die bei uns, nee. Typisch die Jungs von der Insel, das ist immer das Gleiche, jedes Mal das Gleiche. So, wir haben gerade unheimlich Kohle verloren. Das war natürlich jetzt bitter, bitter. 75.000 Personalkosten, das hat natürlich auch nicht reingerissen, ja, ich weiß. Gut, aber wie gesagt, wir müssen warten. Ich rede wieder viel zu schnell. Ich sehe das. Ich merke das schon wieder. Oh Gott, oh Gott. Also nebenbei, wie ist das Wetter bei euch eigentlich? Also hier scheint die Sonne. Hier ist es herrlich. Überfalltechnisch. Schichtpläne, ich weiß, Lu, ich muss die Schichtpläne machen, ich weiß. Katral, bei euch ist es mega heiß. Schade, hier nicht. 30 Grad? Da kann ich nur träumen. Von 30 Grad kann ich nur träumen. Also, nee, das so weit, nee, das wird so nichts. Ich schau mal nach, was haben wir hier bei uns denn? Mal kurz gucken. 17. 17 Grad, oh Mann, doch. Da ist das Problem, wenn man ganz im Norden wohnt, ne? Was haben wir hier? Die TUI-Maschine. Was geht denn da rein? 99 Leute. Für 100 hat es nicht gereicht. So, was haben wir jetzt? 138.000. Das reicht doch, oder nicht? Warte mal. Fundament. Fundament. Das müsste doch jetzt reichen, oder nicht? Bin ich verkehrt? Ja, zack, läuft.
So, baut den Rest, dann können wir hier den, das nächste Gate anbauen. Habe ich das verkehrt gesehen? Die sind durch die Tür rein. Da durch die Wand. Hallo? Jetzt laufen sie da durch, hier durchs Büro, da durchs Fenster. Och, hör auf jetzt. Personaltür brauchst du gar nicht. Ich glaube, die. Da, die laufen durch die Wand, das ist dir nicht ziemlich egal. Und bei mir ist das mehr in der Nähe. Ja, da hast du auch wieder recht. Das ist ein bisschen mehr pustig hier. So, Jungs, mach das fertig, damit wir hier. Warte, dann können wir schon mal. Objekte. Operation. Wo war das jetzt? Konferenzräume. Hat die schon mal einer gebaut, die Konferenzräume? Wupp. Da schon mal ein Fenster rein. So, gut, jetzt müssen wir das noch hier was löschen. Wenn wir denn fertig sind, heißt das, ne? Stimmt, die haben früher ja richtig ein Fundament, hier ein Gerüst gebaut. Stimmt, das fand ich auch cooler. Wupp, das nehmen wir mal raus. Ja, perfekt, Leute, perfekt. Und früher war das ja auch noch so, dass, denn ab und zu haben sie mal eine kleine Wand stehen gelassen. Das war immer extrem schwierig, die denn wegzunehmen. Abzubauen sozusagen. So, das haben wir. Objekte. Jetzt können wir nämlich, jetzt können wir richtig mit hier Vollgas da reingehen. Operation. Und zwar Gate Charter. Lass uns mal da einen hinbauen und ein bisschen weiter weg da noch einen hinbauen. So, dann haben wir die schwarze Schlange. So. Ah. So, und hier vorne kommen die Jungs hin für die. Nein, das ist verkehrt. Das ist doch. So. Hier kommt die. Wie nennt man das so schön? Die erste Klasse, ne? Und die Flugbegleitung. Ich glaube, die brauchen nicht so viel Platz, ne? Das reicht schon, ne? So viel brauchen sie nicht. So, jetzt müssen wir nochmal anklemmen hier. Zuordnen zu. Warte schon. Warte mal. Zuordnen zu. Zack. Der Geschichte auf jeden Fall und dem da. So, was haben wir? Jetzt müssen wir das genauso machen. Erste Klasse das raus. Zack. Und den da. So. Keine Ahnung, ob das jetzt reicht. Mal schauen. Uns fehlen natürlich noch Leute. Ne, die wollen wir nochmal kurz einstellen. Das sind da. Die beiden. So. Und wir brauchen natürlich Flieger, ne? Diese hier. Was hätten wir denn da Weines? Schauen wir mal oben nach. L-Gates. Was haben wir denn für unsere Feindes hier? Tui. Hat die Tui noch was? Oh ja, morgen. Die ist auf 40%. Was haben wir denn für Maschinen? 250? Boeing 767. 787. Auch schöne Maschinen, ne? Aber wir haben hier eine 767. Die nehmen wir doch mal an. Wupp. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Was haben wir denn noch? War das das oder was? Echt nicht mehr? Okay, das ist übersichtlich. Übersichtlich. Wo haben wir denn schon? Wir haben noch gar nichts angenommen. Echt nicht? Gibt's ja gar nicht. Die nehmen wir an und die nehmen wir auch an. Jetzt haben wir für jeden. Lass uns die mal kurz verbauen hier. Zack. Lass uns ja noch ein bisschen Luft geben hier. Die ist für spät abends. Nicht? Da kommt denn da hin? Und die WestJet da vorne fliegt da wieder ab.
Richtig, Lu, das müsst ihr noch machen. Die doch ein bisschen zusammenkoppeln. Na, der Badeschlange würdest du nicht anstellen. Kommt dir vor wie ein Freizeitpark. Ja, das ist auch ja richtig. So, da müssen wir mal gucken, was haben wir hier denn für Gurken? Eine 767, das ist morgen mit Mittags, ne? Zack, die nehmen wir noch an und die nehmen wir auch noch an. So, kriegen wir die jetzt verbaut hier noch? Oh, das wird aber echt ein bisschen knapp, ne? Da müssen wir mal schauen, ob das passt. Ob wir da nicht ein klein bisschen Probleme kriegen. So, und die kommt hier hinten noch. Was ist denn damit passiert? Warum kann ich die... Das Problem ist jetzt, die sind zeitgleich. Das wollen wir ja nun nicht. So. Das haben wir. Wir haben morgens noch eine Platz, ne? Mal sehen, dass wir da noch eine reinkriegen hier. Morgens, die nehmen wir noch mit. Das müsste auch passen, ne? So. Mal schauen. Gucken wir uns das mal an hier. Ich schiebe mal ein bisschen weiter nach hinten. So, vielleicht kommt das ja hin. Gut. Zack. Die haben doch nichts zu tun. Und wir haben wieder komischerweise richtig Kohle auf dem Konto. Wo wir doch mal ein bisschen Fußböden bauen dürfen. Und zwar, was hatten wir? Diesen feinen, netten, den dunklen hatten wir nicht, den hellen, ne? Ich glaube, wir hatten den hellen. Ich weiß es gar nicht mal. Oh, da ist überhaupt noch eine Idee da. Gepäckwagen. Stimmt. Wir müssen da ja was bauen noch. Oh. So, haben wir das hin in der Farbe? Ja, wundervoll. Super. Wir müssen diesen kleinen Hangar, der muss weg. Wir brauchen was Großes. Versorgung. Nee, war es nicht. Wieso war es nicht? Doch, müsste das doch, ne? Oder nicht? Strukturen, da müssen wir gucken. Der mittlere Hangar. Passt der denn hier hin? Nur im Erdgeschoss möglich, ja? Gut, dann bauen wir das nochmal im Erdgeschoss. Zack. So, da kommt noch, wie gesagt, ein kleiner Trolley, der schafft das nicht ganz. Das ist ein bisschen wenig.